Wer ist da bitte? Linda ist mein Name. Ich rufe Sie von Bitcoin Era. Sie haben bei uns ein Konto registriert, deshalb rufe ich Sie an. Ja, das ist richtig. Gibt's da ein Problem damit? Nein, eigentlich. Ich werde Ihre Konto aktivieren, damit Sie traden können. Ach so, ich habe mich schon gewundert. Das muss noch aktiviert werden. Natürlich, eigentlich. Gibt es manche wichtige Informationen. Ich möchte auch diese Informationen mitteilen, Herr Mayer. Ja, das können wir sehr gerne machen. Okay, also, Herr Mayer, meine erste Frage ist, mit wie viel Betrag möchten Sie im System einsteigen? Mit wie viel Belag? Ich putze mir die Zähne täglich. Oder wie meinen Sie das? Nein, ich meine eigentlich, es gibt eine Einzahlung, damit Sie traden können. So Mindestbetrag ist 250 Euro und maximal können Sie 10.000 Euro einzahlen. Und danach traden Sie im System automatisch mit einem Robot. Robot tradet für Sie. Automatisch? Genau. Wir haben zwei Systeme. Einmal können Sie direkt mit Robot traden, wie gesagt, automatisch, oder können Sie manuell traden. Aber auf jeden Fall geben wir eine Kundenberatung, eine kostenlose Kundenberatung, ob Sie irgendeine Frage haben, etwas Technisches oder irgendeine Nachricht mitteilen möchten. Dann geben wir diese Beratung. Ja, soll ich die Nachricht dann durchgeben? Jetzt können Sie da aufschreiben, die Nachricht. Nicht im Moment. Zuerst aktivieren wir Ihre Konto und danach in kommenden Tagen bekommen Sie einen Anruf. Das ist ja im Prinzip geht's ja um die Geheimkennung. Das ist 00-WC-Friss. Wenn Sie das bitte einmal aufschreiben und weiterleiten. Okay. Nein, Moment, können Sie es wiederholen, bitte? Ja, 00, also die Zahl 0. Genau. Bindestrich. Wilhelm Cäsar. Und dann, ja. Dann ein neues Wort. Friedrich Richard. Friedrich Richard. Emil Siegfried Heinrich. Siegfried Heinrich. Entschuldigung, darf ich erfahren, diese Information, wofür benötigen wir diese Information? Ja, Sie haben doch nach einer Nachricht gefragt, um das weiterzugeben. Das ist ja im Prinzip, wir haben ja hier in Seniorenheim, wir haben ja im Prinzip heute als Tagesaufgabe bekommen, stille Post zu spielen. Und jetzt habe ich Ihnen, Sie müssen das jetzt im Prinzip weitersagen. Und am Ende vom Tag müssen wir dann gucken, ob die gleiche Information auch zurückkommt oder ob da jemand was dazu gedichtet und weggelassen hat. Verstehen Sie das Problem? Also Herr Mayer, diese Information normalerweise, jetzt habe ich das verstanden, alles mir klar. Diese Information geben Sie normalerweise zu Ihrem Account Manager, zu Ihrem persönlichen Kontoberater. Ich bin nur von der Aktivierung zuständig. Ja, das ist aber ich habe das für Sie notiert, also ich werde das direkt weiterleiten. Ja, wohin denn? Kleinen Moment, ich werde das im System notieren. Kleinen Moment. Okay, also, Herr Mayer, ich habe das hier notiert im System. Diese Information werde ich mit Ihrem persönlichen Kontoberater weiterleiten, mitteilen. Ja, das 00-WC-Frisch, das teilen Sie dem mit, ja? Okay. So, wenn wir anfangen möchten, dann würden Sie mit Kreditkarte einzahlen oder mit Online-Banking? Wer wird angezahlt? Einzahlen, Entschuldigung für meine Aussprache. Ja, woher kommen Sie denn, junge Frau? Das ist ein... meine Mutter ist von Slowakei. Ja. Ich bin in Deutschland geboren, aber ich bin nicht in Deutschland so lange gelebt eigentlich, aber ich kann Deutsch sprechen. Aber Sie sind nicht in Deutschland gewachsen, ja?
Nein, ich bin in Deutschland geboren, auch die Grundschule in Deutschland Aber nicht besucht, aber gewachsen. leider nicht in Deutschland gewachsen. Natürlich, genau. Ja, das ist Also, also mal so der neueste Herr Mayer. Running Gag im Prinzip. Ja, und natürlich die Arbeitskraft ist billiger, wenn man kein Deutsch ist. Ist das so? Was bezahlen die denn bei Ihnen? Eigentlich, das ist wie Mindestbetrag, wie auf alle europäischen Länder, nicht so viel. Normalerweise, ich arbeite mit englischen Team, Ja. aber ich kann auch ein bisschen Deutsch und deshalb manchmal, wenn Englisch Team nicht arbeitet, dann bekomme ich diesen Anruf oder die Kunden wie Sie zum Beispiel aus Deutschland. Ja, ich verstehe. Und wo sitzen Sie? Also wo ist die Im Moment, Firma? wir sind in Österreich. Mein Büro ist in Österreich. In Österreich, wo denn Bitte? da? Genau. Ich rufe Sie aus Österreich im Moment. Ja, Wir aber haben wo auch denn? unterschiedliche Büros in England. Ja, aber England liegt ja Also die, meinen Sie die offensichtlich nicht in Adresse? Österreich. Nee, nur welcher Bundesstaat da im Prinzip? Wien, wir sind in Wien. In Wien? Ach so, ich höre meine Stimme. Ah, wie Genau. bitte? Das wäre ja auch schlimm, wenn Sie nichts hören würden. Da wären Sie ja taub im Prinzip. Oder eine Taube. Das kommt immer auf den Sie haben Betrachtungswinkel voll an. recht. Also Ja. Tauben sind ja schon großartig. Na, Sie haben recht. Mögen Sie Tauben? Mögen Sie, was meinen Sie mit damit? Tauben. Und ich kenne dieses Wort, so. Ja, mögen Sie Tauben? Sind Sie gut zu Vögeln? Ja, eigentlich. Das freut Ich mich zu mag Tauben, hören. genau. Ja, Also ich meine sehr gut. im generell Vögel, ich mag eigentlich. Ich hatte Ja. eigentlich heute mir ein Film gesehen, das war über Vögel. Ach, Sie haben heute einen Film übers Vögeln geguckt, bei der Arbeit oder davor? Eigentlich davor natürlich. Ja, es ist ja, kann man dann denn noch konzentriert arbeiten? Weißt du, wenn man sich da so einen Streifen anguckt, Gleichzeitig. da flattert's ja im Höschen, nicht wahr? Und dann muss Oder man da den ganzen Tag konzentriert arbeiten. es ist ein bisschen schwer, wenn man zwei Dinge gleichzeitig schaffen möchte, dann ist es ein bisschen schwer natürlich, aber Ja. ich bevorzuge immer erstmal Arbeit, weil ich da bin und das ist meine Aufgabe und danach, wenn ich freie Zeit habe, kann ich irgendwas machen, das ist meine Entscheidung. Aber man muss Ja, respektieren, man sollte konzentrieren, das ist wichtig, was das wir ist machen, richtig. immer zuerst Respekt und danach Konzentration. Das ist gut, dass Sie, sage ich mal, da im Prinzip bei So, der also. Arbeit dann auch körperlich anwesend sind. Das ist ja, sage ich mal, sehr hilfreich bei der Erledigung der Aufgabe im Prinzip. Nicht wahr? Genau, Sie Das haben ist recht. ja Also, natürlich. Herr Mayer, das Gespräch ist so schön, aber ich muss Sie jetzt nochmal fragen, diese Konto bleibt stabil und ich muss diese Konto aktivieren. Würden Ja. Sie traden, also würden Sie online handeln? Ja, deswegen habe ich mich ja angemeldet. Okay, dann, Ich wie würden Sie die erste Einzahlung, die erste Investierung tätigen? hab nur nicht ganz verstanden, wie das denn funktioniert, wo das Geld denn dann herkommt. Können Sie mir das erklären? Okay, dann natürlich. Also Ja. denken Sie das wie ein Bankkonto. Natürlich, das ist logischerweise. Ich gebe nur ein Beispiel. Ja. Normalerweise ist das ein Handelskonto. Das bleibt jetzt unaktiviert, also stabil und leer. Wenn Sie auf Ihr Konto einen Betrag überweisen oder einzahlen, dann bleibt dieses Geld als Balance auf das Konto. Und danach, wir geben Ihnen eine kleine Ausbildung, wie das System funktioniert oder was Sie Ja, wissen also sollen. ich Wir wenn machen das telefonisch. Also ich habe ja im Prinzip eine Ausbildung. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber ich bin ja im Prinzip Uhrmachermeister im Ruhestand, nicht wahr? Okay.
falls das Also diese geeignet wäre. Ausbildung meine ich über Folex, ich meine diese Ausbildung über das System, kleine mündliche Telefongespräche, ich meine. Also so ein Test quasi. Die technische Information. Hören Sie mich? Ja, kann sie sehr gut hören. Hallo? Ach. Hallo. Okay, super. Jetzt, ich dachte, dass die Verbindung, ich dachte, dass die Verbindung unterbrochen hat. Okay. So, also, wie ich gesagt habe, Ihr Geld bleibt auf das Konto als Balance. Danach besprechen wir, wie wir dieses Geld verwenden können. Zum Beispiel wollen wir ein kleines Teil von Ethereum kaufen oder Von was, ist bitte? Bitcoin besser für Sie und so weiter. Wollen wir zum Beispiel mit dieser Balance, mit Ihrem Konto Ethereum Was ist handeln das? Was ist oder das? kaufen oder Ich habe gefragt, ist was eine das ist. Kryptowährung? Ach so. Kann man das essen? Achso, Ethereum. Nein, das kann man leider nicht essen. Aber ich glaube, Sie kennen das Bitcoin, ja? Ja, also Bitcoin habe ich ja gehört, das steht bei Twitter ja immer. Und deswegen wollte ich mich da ja informieren, aber das andere, und Dogecoin habe ich auch gelesen. Das Genau, war. genau. Das ist eigentlich im Moment so bekannt und wir erwarten eine Hochsteigung von Dogecoin und Bitcoin. Eine Die beiden sind Hochsteigung? natürlich in Verbindung im General. Wohin Also steigen die die denn? Preise To sind the moon hochgestiegen. oder? Das Aber wohin denn? im Moment ist, ich werde Ihnen jetzt ein Beispiel geben. Im Moment ist ein Bitcoin mehr als 50.000 US-Dollar, ja? Ja, genau. Das ist die Wahrheit, also die echte Preise. Nächste Woche erwarten die Analyse alle Nachrichten, wir haben gelesen. Die Preis wird mehr als 70.000 US-Dollar. So, das heißt, wenn wir diese Woche einen kleinen Betrag von Bitcoin kaufen oder ein Bitcoin kaufen, nächste Woche ist der Preis natürlich unterschiedlich. So, Ja. diesen Unterschied also ist unser Profit. Wir erwarten diesen Profit. Das ist ja nicht Der gut, Unterschied oder? zwischen diesen beiden Preisen. Hallo? Können Sie es wiederholen? Ja, das ist die Was haben Frage. Sie zum letzten Mal gesagt? Können Sie es wiederholen? Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Ach so, okay, es ist okay. So, das läuft eigentlich automatisch auf der Seite und wir geben Ihnen eine Beratung. Wenn Sie das System nicht kennenlernen, das ist ganz normal, dann ganz okay. Ja. Also alle diese Informationen bekommen Sie von der Firma. Ach so. So, wie würden Sie Ihre erste Investition tätigen, Herr Mayer? Mit Kreditkarte oder per Online-Banking-Überweisung? Ja, Überweisung dann schon, nicht wahr? Okay, dann ich werde Ihnen jetzt die Bankdaten per E-Mail senden. Können Sie bitte jetzt auf Ihre Mail anschauen? Was soll ich machen? Ihre Mail, also oida.izu. Da steht ein Gesundheit. Mailadresse von Ihnen. Ist das richtig? Ja, natürlich. Sind Sie noch da? Ja, ich höre zu. Ganz aufmerksam. Okay. Okay, danke schön. Können Sie jetzt Ihre Mail anschauen? Ich habe Ihnen eine Mail gesendet. Ja, das Roggen oder das Weizenmehl? Können Sie mir die Mailadresse vorlesen, Ihre Mailadresse? Ja, Mimon Baraka Klappriger Klabautermann at AOL.com. Okay, dann ich glaube, die Mailadresse auf das System ist falsch. Was steht denn bei Ihnen? Das endet mit OIDA.ICU. Ja, die habe ich auch.
Ach so, okay, dann ich werde Ihnen jetzt diese Information per E-Mail senden. Kleinen Moment, bitte bleiben Sie am Apparat. Ja, das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin Ihnen, da sage ich ja mal, zutiefst verbunden auch. Dankeschön. Ja, ich habe zu danken. Ich bin ja nur ein alter geiler Maulwurf und dass Sie sich da so viel Zeit für mich auch nehmen. Denken Sie das so nicht, bitte. Ja, seien Sie positiv. Das bin ich. Ich habe auf, ah ja, super. Also ich habe auf diese Titel Bankdaten für 250 Euro von Frau Linda geschrieben. So können Sie meinen Namen gleichzeitig und einfach und unterscheiden. Ja, wirklich? So, gucken Sie bitte jetzt auf Ihre Mailadresse. Ja. Auf Spambox oder Junkbox oder direkt Inbox. Bei was bitte? Aber was soll ich machen? Auf Ihre Mailadresse. Ja. Ich habe Ihnen ein Mail gesendet. Sie sollen Ihre Mail anschauen und was ich Ihnen gelesen habe, gesendet habe, sollen Sie das lesen. Ach so. Das ist ja großartig. Ich werde mal eben gucken. Und dann, ich rufe Sie. Ja, genau. Sie können das jetzt machen und dann in 5 Minuten werde ich Sie nochmal anrufen, ob diese Mail erfolgreich gegangen ist oder nicht. Ja, ich habe die bekommen. Ich habe nachgeschaut. Was soll ich da jetzt was machen? Was sehen Sie auf der Seite? Also können Sie das mir? Können Sie mir diese Mail von meiner Mail vorlesen? Ja, Wladimir Rybakov, Daily Trading Idea. Leider. Ist das, was leider, ich jetzt das ist nicht bekomme? Mein Mail. Können Sie? Okay, das ist nicht mein Mail. Eine andere Mail steht da. Ja, dann ist sie vielleicht noch nicht angekommen. Frau Linda, können Sie ein... Kann sein. Sind Sie auf der Mailadresse von oida.isu oder auf die andere? Ah, da ist sie. Ich hab's gefunden. Oida.isu. Da steht Glowfix und dann steht da was auf Englisch, aber das kann ich ja nicht lesen. Ich kann das nicht sprechen. Es ist okay, kein Problem. Können Sie mir den Titel lesen? Also da sollte da Bankdaten steht, 250 Euro von Frau Linda. Hiermit sende ich Ihnen die Daten nochmal. Bitte informieren Sie mich nach der Transaktion mit einem Beleg. Ist das richtig? Genau, das ist meine Mail. Richtig. Da steht die Information für die offizielle Bankprozess. Ja. Sie können Ihre erste Einzahlung, erste Investition auf diese Bank überweisen und danach, ich rufe Sie nochmal an. Das ist ja in Bulgarien. Genau. Ich dachte, also, Sie sind in Österreich. Wir haben für österreichische Banken haben wir Mindestbetrag 1.000 Euro. Und deshalb, leider kann ich Ihnen nicht mitteilen. Wie bitte? Also wenn Sie auf österreichische Banken diese Investierung tätigen möchten, dann ist unser Mindestbetrag 1.000 Euro. Aber warum denn? So. Das ist nur Bankprozess. Das ist nicht meine eigene Entscheidung, sondern etwas Offizielles von der Bank. Aha. Und deshalb, wenn unsere Kunden nur mit 250 Euro im System einsteigen möchten, haben wir unterschiedliche Banken. Ja, dann nehmen wir diese die Information bekomme ich von Finanzabteilung. Mir wäre Österreich schon lieber. Dann schicken Sie mir das nochmal mit einem österreichischen Konto, bitte. Okay, dann würden Sie dann mit diesem Mindestbetrag auf 1.000 Euro einzahlen. 1.000 Eulen, genau, ja. Ich muss die zwar noch fangen, aber das kriege ich hin. Genau. Okay, dann ich werde unsere Finanzabteilung informieren. Kleinen Moment. Das ist sehr freundlich. Mhm. Dankeschön. Ja, natürlich, gerne doch. Und was passiert da jetzt? Ich erwarte jetzt eine Antwort von Finanzabteilung. Ja, und wie ist die Antwort? Haben die ja gesagt? Die werden mir jetzt die Information mitteilen, aber wir warten noch. Wir haben so viele Banken in Europa. Welche ist jetzt geeignet für Sie? Dann
ich werde diese Antwort bekommen. Ja, wirklich? Ah, ja, natürlich. Das ist ja großartig. Ich bin jetzt an der Leitung noch. Sie sind noch Dankeschön. in der Ausbildung? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was meinen Sie damit? Haben Sie doch gerade gesagt, dass Sie noch in der Ausbildung sind? Nein, wir geben eigentlich eine Ausbildung, habe ich gesagt. Ja. Mögen Sie auch Eulen? Ja, ich mag Eulen eigentlich. Ja, das ist gut. Gleichzeitig bereite ich Ihnen ein Mail. Entschuldigung. Harvey, bitte. Gleichzeitig erwarte die Antwort von Finanzabteilung und bereite ja. Ihnen ein Mail vor. Ja. Das ist freundlich. Dankeschön. Ja. Sie können ja sehr schnell tippen. Genau. Ja. Sind Sie genauso schnell beim Tippen wie beim Vögeln oder eher umgekehrt? Haben Sie dem Sicherheitsmann eigentlich... Nicht die Vögel. Die Vögel, ja. Haben Sie dem Mann aus der Finanzabteilung denn auch den Code mitgeteilt, also das 00WC-Fresh? Noch nicht. Nur kann ich diese Information mit Ihrem persönlichen Account Manager mitteilen. Also Finanz ja. hat nichts damit zu tun. Ach so. Weil wir haben ja vorhin vom Mehl gesprochen. Ich habe inzwischen auch Einkornmehl hier, sagen wir, in der Speisekammer noch gefunden. Wenn Sie da gesteigertes Interesse darauf legen, da würde ich Ihnen das, sage ich mal, ein Foto von zuschicken. Ich habe das notiert. Dass ich Einkornmehl zur Verfügung habe. Das ist gut, ne? Entschuldigung, Herr Mayer. Ich ja. bin noch an der Leitung. Sie haben eine längere kann Leitung. Kann ich Sie noch kann mal in 10 Minuten anrufen? Nee, das ist schlecht. Genau. Kann ich Sie leider in 10 Minuten noch mal anrufen? Nee, ich würde gern weiter mit Ihnen sprechen, weil das ist sonst immer so aufwendig, das dann nachzuarbeiten. Sie können mir so lange ja mal natürlich, erklären. Natürlich, aber ich muss jetzt das mit der Finanzabteilung kriegen, welche Bank. Ja, wir müssen ja aber noch besprechen, was denn der Unterschied bei dem Hundecoin und dem normalen Coin ist. Und warum der eine so teuer ist und der andere gar nicht. Ich kann Ihnen alles erklären. Also, ich würde natürlich, aber ich muss zuerst diese Bankdaten mit Finanz kriegen. Und deshalb. Muss ich Sie noch mal in 10 Minuten anrufen. Das wäre besser für mich. Ja, aber nicht für mich, ne? Am Ende ruft jemand anderes an und dann kommen wir ja gar nicht mehr ins Gespräch. Verstehen Sie meine Sorge? Will ja, sag ich mal, aber nicht, wenn Sie mich... Ich kann jetzt ja nicht einfach das Telefon nicht beantworten. Aber das könnte ja der Bürgermeister sein, der anruft, ne? Ich verstehe, aber natürlich, wenn Sie aber mit mir besprechen und dann in 10 Minuten nochmal mich antworten, dann das wäre so nett von Ihnen. Ja, ich bin ja immer nett, ne? Aber wenn da jetzt zwischendurch, sag ich mal, der Meerschweinchen-Minister anruft, was soll ich denn dann machen? Da kann ich ja nicht einfach nicht ans Telefon gehen. Es ist okay eigentlich, aber im Moment bekomme ich keine Bankdaten, also mit 1.000 Euro habe ich unsere Finanzabteilung informiert. Ich kann Ihnen ein Mail senden. Ich
später können wir einen Termin vereinbaren. Geht das für Sie? Ja, Sie können ja auch einfach versuchen, gleich nochmal anzurufen, aber ich kann halt nicht versprechen, dass dann irgendwie, weil die Eulen könnten bis dahin halt auch schon abgehoben haben. Verstehen Sie das Problem? Weil die haben ja Flügel im Prinzip. Verstehe. Natürlich. Wichtig für mich ist, okay. Also für mich, was ist wichtig eigentlich? Sie können mein Mail eine Antwort geben, das wäre so nett. So können wir uns per E-Mail weiter kommunizieren. Ja. Nee, ich möchte schon gern telefonieren, nicht wahr? Weil das ist ja im Prinzip meine Aufgabe. Ja, aber im Moment kann ich nicht weiter sprechen. Ich erwarte diese Information von Finanzabteilung und die möchten mit mir sprechen. Deshalb habe ich Ihnen eine Pause gefragt. Ja, aber bevor Sie jetzt dann weggehen, dann nehmen wir doch das bulgarische Konto, ne? Ich will ja nicht, dass Sie Probleme da kriegen. Sie haben das. Nein, mit bulgarischem Konto gibt es kein Problem. Nee. Ich will ja nicht, dass Sie jetzt Umstände haben wegen mir, ne? Also außer der Umstandsmode halt. Aber ich hoffe nicht, dass sich jemand findet, der Sie in den Zustand versetzt. Nicht wahr? Es ist für mich okay, also Herr Maya. Ja, wirklich? Soweit ich verstanden habe, Sie können Ihre Telefon vielleicht nicht mehr antworten, das kann sein, okay, ja. Und auch, ja, ich verstehe. Ich versuche einmal meine Chance, ja? Ich versuche das zu machen nochmal. Ja, auf jeden Fall können wir das schon machen. Okay. Gut. Okay, dann ich bedanke mich, dann wiederhören, Herr Maya. Ja, viel Glück beim Wiederanrufen, hey, tschüss. Dankeschön, tschüss. Oh Gott.